Wir treffen uns heute zur Katastrophenschutzübung für den Landkreis Marburg-Biedenkopf und binden dabei alle Kommunen und Katastrophenschutzzüge sowie Sondereinheiten ein. Hintergrund ist die schwere Waldbrandkatastrophe in Schönstadt. Daraus haben wir gelernt und versuchen jetzt im Bereich Taktik, Wissen und Ausstattung zu überprüfen, ob die Wege, die wir gegangen sind, die richtigen sind. Und um das am besten zu prüfen, machen wir es eben mal dieses Jahr ganz anders. Wir machen eine Stationsausbildung für alle Züge und vermitteln dort, was es Interessantes über den Wald zu wissen gibt, wie die Waldbrandtaktik ist und welche Werkzeuge wir zur Verfügung stellen können. Und hoffen so, unsere Feuerwehrangehörigen näher an die Thematik Waldbrand heranzubringen. In Summe 9 Stationen, wo die Kameradinnen und Kameraden entsprechende Aufgaben abarbeiten müssen und entsprechend auch Themen näher gebracht kriegen. Wir können dementsprechend aufbauen, aufklappen. Und dann nochmal hier zu festmachen. Die Einsatzkräfte sind ausschließlich ehrenamtlich. Die Übung ist geplant ausschließlich von ehrenamtlichen Einsatzkräften in Zusammenarbeit mit dem Hauptamt. Und an dieser Stelle gebührt der besondere Dank allen Helferinnen und Helfern, allen Kameradinnen und Kameraden, die sich heute den Samstag freischaufeln, um an der Übung teilzunehmen und einfach zeigen, dass sie als kleiner Teil des Ganzen immens wichtig für uns alle sind.